Skibidi Toilet Episode 67 Part 4, Freunde. Wir schauen uns heute an, wie die Episode aussehen könnte. Wir haben Episode 3 analysiert und die Analyse hat ergeben, dass es vermutlich mehrere Wissenschaftler-Toiletten gibt. Mehrere Scientist-Toilets und das Ding wird garantiert zurückkehren. Oh Mann. Und hier sehen wir, wie das Ganze aussehen könnte. Upgraded Titan TV Man zerstört erstmal den einen Scientist, den wir bereits gesehen haben. Und es taucht direkt noch einer auf. Stell mal vor, das passiert in Part 4. Einfach Portal öffnet sich. Es sind zwei. Es sind drei. Er holt sein Schwert raus. Er macht einen fertig oder gibt ihm zumindest einen Schlag. Die benutzen ihre Lautsprecher. Sein Energiekern kriegt einen Overload. Wow! Er hat Laser? Alter, er hat Laser in seinen Handgelenken. Jo! Da teleportiert sich die eine Toilette lieber doch zurück nach Hause. Freunde, stellt euch mal vor, auf einmal eine Armee von Scientist-Toilets. Und TV-Man aktiviert einfach die Laser in seinen Händen. Und einfach zack! Einfach zwei Toiletten direkt erledigt. Wie crazy ist das bitte? Aber was sind unsere Alternativen? Was könnte noch in Part 4 passieren? Hier ist der kaputte Scientist. Irgendwas blinkt. Ein Alarm? Irgendwas blinkt, leuchtet und macht Geräusche. Ist es eine Bombe? Es ist eine Bombe. Und das Ding steht wieder auf. Sein Bildschirm ist kaputt. Alter, da ist einfach ein Terminator drin. Junge, was geht ab? Wow. Einfach. Alter, was zur Hölle? Und da ist der Mini-Scientist, so wie ich es gesagt habe in der Analyse, dass das vielleicht nur Mechs sind. Der Scientist war am Anfang in der Skibidi-Serie voll klein, so wie da. Und auf einmal war er riesengroß und ich habe mich damals schon gefragt, wieso. Und es war einfach nur ein Mech. Schaut ihn euch an, da ist die UFO-Toilette jetzt am Start. Der... Hat er ihn mitgenommen? Oh, TV-Man ist sauer. Jo. Jetzt ist G-Man noch... mit noch mehr Upgrades wieder da. Leute, was geht hier ab? Ey, Episode 4 wird so crazy. Es wird einfach anders heftig. Ich bin so hype. Und ich glaube tatsächlich, dass irgendeine dieser Fanmade-Varianten garantiert eintreten wird. Wir haben damals schon immer auf Fanmade-Versionen reagiert und einige haben schon gestimmt. Mal sehen, was wir hier noch haben. Jo, Scientist TV-Man hat richtig Bock auf Stress. Titan TV-Man meine ich natürlich. Oh, er holt hier sein Schwert raus. Er lädt irgendwelche Energien auf. Er teleportiert die ganze Kameraarmee und Speakerarmee zu sich. Und jetzt ziehen wir alle in die Schlacht, oder was? Let's go. Da ist die Raketenlauncher-Toilette-Kamera. Alter, ich bring schon alles durcheinander, weil ich so hyped bin. Er schießt mit Säure. Alter, jetzt gehen wir hier richtig in den Fight, Freunde. Auf geht's. Boah, was geht ab? Alter! Jetzt entbrennt hier eine komplette Schlacht. Und TV-Man gegen Scientist am Start. Er reißt ihm erstmal einen Arm ab. Oh, jetzt wird er sauer. Jetzt, oh, die schießt mit Säure auf ihn. Davon lässt er sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Alter, er grinst immer noch. Hat er noch irgendeinen Ass im Ärmel? Ja. TV-Man klaut seinen Lautsprecher. Easy. Oh, da ist noch irgendeine riesige Toilette gewesen. Die hat er einfach weggesmackt. Guck mal, der freut sich immer noch. Oh, der Projektor kann ein Schild beschwören. Und jetzt benutzt TV-Man seine volle Power. Und... Was geht jetzt ab? Wo? Was passiert?
Warum sind wir jetzt auch in der Luft? Oh, G-Man ist auch wieder da. Warum ist da alles schwarz? Hat sich irgendwas noch teleportiert? Aber absolut crazy. Wer weiß, was wirklich in Episode 67 Part 4 alles passieren wird. Es wird so unglaublich krass. Schreibt gerne mal eure Ideen, natürlich auch in die Kommentare. Denn die Frage ist, kommt überhaupt eine Episode 68? Und gleichzeitig ist auch die Frage, Freunde, kommt in nächster Zeit überhaupt ein Video? Denn der Fugboom hat scheinbar ganz schön Stress mit YouTube. Das alles werden wir heute im Video klären und wir steigen direkt ein mit Skibidi Toilet 67 Part 1 und Part 2. Kommt euch das nicht auch komisch vor? Weil wenn wir mal ein bisschen weiter runtergehen, Freunde, Skibidi Toilet 57 Part 1 und 57 Part 2 kamen raus und direkt am gleichen Tag kam Skibidi Toilet 57 Full Episode. Also die komplette Episode einmal in einer kompletten Folge in einem kompletten Video zusammengefasst. Und nur um das nochmal zu bestätigen, Freunde, ihr seht hier ganz klar, am 18.08.2023 wurde 57 Part 2 hochgeladen und auch am 18.08. wurde die volle Episode hochgeladen, also genau am gleichen Tag. Bei Episode 67 haben wir Part 1 und Part 2 online, aber noch keine komplette Episode. Was vermutlich bedeutet, es wird ein Skibidi Toilet 67 Part 3 geben dieses Mal. Und das zieht zwei Sachen nach sich, Freunde. Zum einen werden wir zum ersten Mal Part 3 von einer Episode haben und es wird definitiv mit Abstand die längste Episode, die wir bis jetzt hatten. Bis jetzt war die längste Episode, Folge 66, 3 Minuten lang. 3 Minuten, eine Episode. Und wir sind jetzt schon bei knapp, wir sind jetzt sogar schon drüber bei 3 Minuten 10 bei Skibidi Toilet 67. Und wenn dann noch ein dritter Part dazu kommt, haben wir vielleicht sogar fast 5 Minuten Länge. Eine Episode, eine ganze Episode, die 5 Minuten lang ist. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, dass wir hier wirklich 10 Minuten Folgen haben. Das wäre krass, Freunde. Ansonsten sieht es aktuell so aus, als würde der Fugboom circa alle 7 Tage im Moment eine Folge veröffentlichen. Es war ja mal eine Zeit lang so, dass alle 3, alle 4, alle 5 Tage circa eine Folge gekommen ist. Ne? Manchmal ging es schneller, manchmal ist ein bisschen länger gedauert. Aktuell ist der Durchschnitt bei den ganzen letzten Episoden circa 7 Tage. Immer 7 Tage, also eine Woche, liegen zwischen jeder Folge. Allerdings haben wir noch ein ganz anderes Problem. Denn wenn es richtig, richtig schlecht läuft, dann kann der Fugboom in nächster Zeit überhaupt keine Folgen hochladen, Leute. Irgend so ein betrügerisches Netzwerk aus YouTubern, die scheinbar auch Content von der Fugboom benutzen, um ihre eigenen Videos zu machen, also so ähnlich wie wir auch unsere Analysen und so logischerweise machen, benutzen sie seine Charaktermodelle und so und hauen jetzt bei YouTube Fake Copyright Strikes gegen der Fugboom raus. Er hat, glaube ich, schon 2 Strikes bekommen, was schon mal ein Problem ist. Dadurch kann er schon mal eine Woche lang nichts hochladen scheinbar. Und er wird auch einfach von diesen Leuten erpresst. Sie haben ihm quasi gesagt, dass er so lange jetzt Copyright Strikes bekommt die ganze Zeit und nie wieder was hochladen kann. Also so ein Strike läuft immer nach 90 Tagen aus, nach dem aktuellen System. Und danach kann man wieder gestrikt werden. Das heißt, die warten jetzt, wollen warten, bis seine Strikes auslaufen und hauen ihm dann jedes Mal neue Strikes rein, dass er die ganze Zeit nichts hochladen kann. Ganz, ganz übel. Vor allem komplett betrügerische Strikes. Also sie können ihn ja nicht auf Basis von seinen eigenen Sachen striken. Wir hatten neulich das Problem, dass der Fugboom beispielsweise Toilet Tower Defense gestrikt hat. Das war aber auch nur ein Missverständnis, wie sich hinterher herausgestellt hat. Und hier benutzen jetzt irgendwelche anderen Leute auf betrügerische Art und Weise das Copyright-System und hauen der Fugboom hier Strikes rein, damit er keine Videos mehr hochladen kann. Und scheinbar hat er dann auch noch einen dritten Strike bekommen. Aufgrund dessen kann er dann jetzt 10 Tage lang nichts hochladen. Also richtig heftig, was da abging, Freunde. Angeblich wurde das Problem jetzt von Seiten von YouTube gelöst und der Fugboom sollte wieder hochladen können. Aber das zeigt halt auch mal wieder, dass das Copyright-System auf YouTube ziemlich tricky ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die ihm jetzt trotzdem immer noch recht easy einfach Strikes reindrücken können und er dann trotzdem immer 1, 2, 3 Tage immer braucht, um erstmal dieses Problem zu lösen. Und wenn es wirklich ein komplettes Netzwerk von Leuten ist, die da irgendwie verhindern will, dass er hochlädt, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte das definitiv zu Problemen führen. Ich hoffe, dass das alles easy läuft jetzt und Folge 68 oder 67 Part 3 ganz normal online gehen kann. Aber das ist schon
übel. Aber wann ist überhaupt mit Folge 68 bzw. mit dem dritten Part zu rechnen? Der letzte Upload war jetzt am 3.11. Wenn ihr das Video hier seht, sollten wir schon den 8.11. haben. Das heißt, rein theoretisch ist es in 2 Tagen soweit. Am 10.11., vielleicht auch am 11.11. sollte 67 Part 3 bzw. 68, welches von beiden es wird, wissen wir noch nicht genau, online gehen. Und womit können wir in der nächsten Folge rechnen? Was wird passieren, Freunde? Was wird passieren? Wir wissen, dass Upgraded Titan Cameraman sich hier selbst mit seiner Kreissäge bearbeitet hat, aufgrund von der Wissenschaftler-Toilette. Eine extrem abgegradete Version von G-Man ist zurück und auch die Wissenschaftler-Toilette wurde zwar etwas beschädigt im Kampf, aber ist auch immer noch mit Vollpower dabei und hat jetzt auch noch einen Bildschirm hier vorne dran, plus Lautsprecher. Heftige Kombination. Titan Speaker Man hat auch eine ordentliche Explosion abgekriegt in der Episode hier. Der wurde ordentlich in die Luft gejagt. Der hat ja mächtig kassiert hier, Freunde. Und jetzt ist die Frage, sind die Titanen wirklich erledigt? Ist Upgraded Titan Cameraman? Ist Titan Speaker Man? Sind die beiden down und muss Titan TV Man alle retten? Und ganz ehrlich, Freunde, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich sehe keine andere Möglichkeit, wie die Allianz das hier noch gewinnen will, ohne dass Titan TV Man jetzt endlich auf den Plan tritt. Und wie das Ganze vielleicht aussehen könnte, Freunde, in Episode 68, wenn Titan TV Man endlich wieder auftaucht, das... Wow! Sehen wir jetzt hier in dieser Fanmade-Version... Bro! Was zur Hölle ist das? Er lebt noch! Cameraman lebt noch. Und... Alter, was ist das für ein Monster? Was haben die gebaut? Was haben die gebaut? Stell mal vor, so sieht er wirklich aus. Stell mal vor, so ein Vieh taucht auf einmal in Episode 68 auf. Holy moly. Hey, wir werden sehen, was passiert. Es wird krass. Und falls ihr meine Analyse zu 67 Part 2 nicht gesehen habt, da sind nämlich auch einige Sachen drin, die ihr garantiert übersehen habt. Die habt ihr auf jeden Fall nicht bemerkt. Dann bleibt mal noch kurz dran. Ihr seht hier noch eine ausführliche Analyse und Zusammenfassung von 67 Part 2. Und die Folge startet direkt so, wie Part 1 aufgehört hat. Die Titanen gehen hier in den Kampf gegen die Wissenschaftler-Toilette. Es geht auch direkt los. Speakerman springt sofort rein. Wahrscheinlich auch, weil die beiden sich dachten, yo, 2 Titanen gegen die Wissenschaftler-Toilette. Easy. Die Wissenschaftler-Toilette schafft es aber direkt hier, Speakerman einen Hit mit seinem Laser reinzuhauen. Und wird aber dann auch direkt von Speakerman angegriffen. Ein Laser wird deaktiviert und jetzt kommt der erste Part, der in dieser Folge interessant ist und womit ich gar nicht gerechnet habe. Diese dämliche Wissenschaftler-Toilette hat einfach noch ein riesiges Arsenal an irgendwelchen Waffen. Hier diese Säurekanone, die wir zum ersten Mal in Episode 67 Part 1 gesehen haben. Also wir haben schon vorher Säurewaffen gesehen, aber in dieser Kanonenform... Erst in der letzten Folge, als hier diese Mafia-Toilette diese Kanone hier am Start hat, da haben wir so eine Kanone zum ersten Mal gesehen. Ist auch nicht genau die gleiche, aber ich glaube die gleiche Technik. Damit attackiert er dann jetzt Speakerman, zerstört Speakermans Armkanone und jetzt sehen wir hier, wie Speakerman seinen eigenen Energiekern benutzt, um auch so einen Strahl rauszuschießen, um die Wissenschaftler-Toilette anzugreifen. Er zerstört hier diese Säurekanone und wir sehen, dass die Wissenschaftler-Toilette definitiv auch Schaden nimmt durch die Säure. Also die Wissenschaftler-Toilette ist alles andere als unbesiegbar, wird auch durch die Säure beschädigt. Aber die Wissenschaftler-Toilette holt noch eine neue Waffe raus und die haben wir noch nie gesehen. Irgend so eine geupgradete Laserwaffe. Wir wissen, dass die Skibidi-Toiletten Laserwaffen haben, aber das Ding hier scheint ja mindestens so stark zu sein wie der Schuss aus einem Energiekern. Und das hier, zack, die Explosion und wie Speakerman hier hinfällt, ist auch das Letzte, was wir von Speakerman in dieser Episode sehen. Das ist eine ultra heftige Attacke, ultra heftige Explosion. Er fliegt einfach um. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Ob ihn das erledigt hat, ob er nur verletzt ist, wir wissen es nicht genau. Anschließend greift jetzt hier Titan Cameraman an und sägt hier mit seiner neuen Kreissäge direkt diesen Laser wieder ab. Aber er kassiert hier ordentlich was durch die Schallwellen, durch die Lautsprecher von der Wissenschaftler-Toilette und wer dann zur Rettung kommt, ist die Glitch-Toilette. Beziehungsweise unser Glitch-Cameraman, weil die Wissenschaftler-Toilette haut hier
Titan Cameraman einfach hin und holt noch eine Säurekanone raus. Wo versteckt er die? Wo kommen die Arme her mit den Kanonen? Wo sind die drinne? Im Spülkasten? Wahrscheinlich. Keine Ahnung, wo er die sonst versteckt. Auf jeden Fall will er hier so eine Säurekanone auf den Cameraman schießen, der am Boden liegt. Aber die Glitch-Toilette kommt, zack, und rettet ihn. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo kommt denn die Glitch-Toilette überhaupt her? Die sind doch eigentlich alle in der TV-Man-Basis. Aber als sich am Ende von Folge 66 alle wegteleportieren, ist der Glitched Cameraman der Einzige, der losfliegt. Alle teleportieren sich, er fliegt einfach nur los. Das heißt, er war wahrscheinlich noch in der Gegend oder grob in der Nähe und konnte den Titanen zur Hilfe eilen. Fairerweise muss man aber auch sagen, viel gebracht hat's nicht. Er wird hier gestoppt von den Schallwellen und kriegt jetzt auch noch einen Laser reingeschossen und fällt hier zu Boden. Wir sehen so eine kleine Explosion und ich habe gestern in der ersten Reaktion habe ich gesagt, Mist, es hat unseren Gigachad, unseren Plungerman, unseren Glitched Cameraman schon wieder erwischt. Aber ich glaube, dass er das überlebt hat. Ich glaube, das hat er überlebt. Er steckt ja jetzt in der Toilette. Diese Glitch-Toilette ist ja schon recht stabil. Ich meine, er ist da eben einfach durch den Greifarm durchgeflogen von der Wissenschaftler-Toilette. Und ich denke mal, dass das Ding noch ein bisschen mehr aushält, als wie er jetzt hier einfach zu Boden gestürzt ist und wieder kaputt ist. Ich meine, er wurde in Folge 57 Part 1 erledigt. Jetzt wurde er in Folge 67 Part 2 vielleicht erledigt. Wer weiß, was in Folge 77 passiert. Kann ja nicht sein, dass der alle 10 Folgen voll kassiert. Also, irgendwann ist auch mal gut. Aber damit hat der Titan Cameraman ordentlich viel Zeit erkauft und Titan Cameraman sägt hier mit seiner Kreissäge genau in das Auge rein. Und jetzt kommt hier die größte Überraschung eigentlich in dieser Folge. Mit einer der größten Überraschungen. G-Man ist zurück. G-Man ist wieder da. Ja, ich sage es seit so vielen Analysevideos, dass G-Man wieder auftauchen wird. Und ich habe gestern im Video fälschlicherweise gesagt, dass die beiden hier an der Seite, dass das Laser sind. Aber das sind die beiden zusätzlichen Jetpacks. Also hat die Jetpacks auf dem Rücken und zwei Jetpacks hier so an der Seite. Wahrscheinlich, dass er viel schneller fliegen kann oder so, weil sonst hatte er nur die auf dem Rücken. Außerdem hat er neue Laser und jetzt einen eigenen Energiekern. Ja? Und Elite Cameraman, der macht ja auch Analysevideos, hat eine echt interessante Theorie gehabt. Er sagt nämlich, dass G-Man immer mehr aussieht wie ein Titan. Er hat jetzt hier noch diese Sachen an seinem Kopf, die Jetpacks hier, die Toilette wird immer größer, jetzt hat er seinen eigenen Energiekern. Und seine Theorie ist, dass G-Man vielleicht sogar irgendwann Arme und Beine kriegt und die Toilette, das, was wir hier jetzt sehen, quasi dann der Kopf ist. Schreibt gern mal, oder der Körper und der Kopf ist halt der Kopf, ihr wisst, was ich meine. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Meint ihr, G-Man wird sich noch weiterentwickeln? Wird er zu einem Toilettentitanen? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich weiß es nicht, ich glaube eher, die werden ihn noch krasser upgraden. Vielleicht kriegt er sogar irgendwie noch einen Helm oder sowas und noch mehr Laser. Aber ob er wirklich Arme und Beine kriegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist G-Man back und er geht auch direkt in Aktion. Und ich dachte in der Szene hier zuerst, dass hier jetzt der Arm von Titan Cameraman drin steckt. Weißt du, dass er den Arm so ins Auge reingehauen hat mit der Kreissäge dran. Aber das ist quasi das Laserauge, was die Wissenschaftler-Toilette hat. Ja, sein linkes Auge war ja so ein Laserauge mit dem roten Punkt. Und das hat er ihm quasi aus dem Kopf geschnitten. Hängt jetzt hier zur Hälfte raus, denn wir sehen, der Titan Cameraman hat noch seine Kreissäge. Und jetzt kommen wir zum ersten großen Secret oder versteckten Detail in diesem Video. Die Wissenschaftler-Toilette holt hier ihren komischen Zungententakel raus. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Und damit packt er sich hier die Linse, diese Schutzlinse, womit die Cameraman sich vom Schaden von den Fernsehern schützen. Diese Linse reißt er ihm jetzt ab, damit er ihn gleich mit seinem Fernseher angreifen kann. Aber schaut mal, was er mit dieser Linse macht. Er schmeißt die Linse nicht weg, er schluckt die Linse runter. Und viele haben jetzt die Theorie, dass die Wissenschaftler-Toilette, ich meine, er ist eine Wissenschaftler-Toilette, ist ziemlich schlau. Ich denke mal auch, dass er die ganzen Upgrades konzipiert, für G-Man, für sich selber und natürlich auch die Weiterentwicklung der anderen Toiletten beauftragt. Und er hat jetzt hier einen Teil von einem Titanen verschluckt. Und die Theorie ist, dass die Wissenschaftler-Toilette jedes Teil, was sie verschluckt, nachbauen kann. Also wenn er jetzt irgendeine Waffe verschluckt, erlangt er das Wissen, wie er diese Waffe baut und verbessert. Und deswegen verschluckt er diese Linse, um noch mehr technisches Wissen über die Titanen zu bekommen. Weil warum sollte er sie sonst verschlucken? Kann die Linse einfach wegschmeißen. Warum frisst er sonst die Linse? Hat er
Hä? Welchen Sinn sollte das sonst machen? Der denkt sich ja bestimmt nicht, oh nice, eine Linse, lass mal was essen. Ich denke mal, das hat schon irgendeinen Grund. Und als nächstes schmeißt er hier den Lautsprecher runter und drückt jetzt hier Titan Cameraman richtig Schaden rein, hypnotisiert ihn quasi und lässt ihn machen, was er will. Und er hebt jetzt hier seine Kreissäge und schneidet sich selbst den Kopf ab. Ob er ihn sich wirklich komplett abschneidet, wissen wir nicht ganz genau. Wir sehen es nicht komplett am Ende. Zack, Folge vorbei. Wir wissen es nicht. Es sieht aber definitiv so aus, als hat er auf jeden Fall ordentlich Schaden davongetragen. Auch wenn er vielleicht nicht komplett zerstört ist. Denn ich zeige euch jetzt gleich noch was. Ich glaube nämlich, er wird gerettet in der nächsten Episode. Aber ja, ganz üble Nummer. Und kommen wir jetzt hier zu dem, was viele behaupten, in dieser Folge gesehen zu haben. Wir machen mal meine Facecam auf die andere Seite im Video. Ich bin jetzt hier links, weil hier rechts im Video denken einige, dass das hier oben Titan TV-Man ist, der auf dem Weg ist, hier einzufliegen, um seine Titanenfreunde zu retten. Es sieht halt so aus, als wäre hier oben rechts irgendwas im Bild, was auf dem Weg ist, näher zu kommen. Also es ist ein bisschen tricky. Vielleicht ist es Titan TV-Man, der wirklich auf dem Weg ist und jetzt hier gegen G-Man und die Wissenschaftler-Toilette antreten wird, um seine Titanenfreunde noch irgendwie zu retten. Ob das wirklich Titan TV-Man ist, ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist da auf jeden Fall am Himmel, was auf dem Weg ist. Was es wirklich ist, finden wir vielleicht in der nächsten Episode heraus, Freunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, so wie immer.